Puh erinnerte sich also an den Geburtstag seines Freundes Tigger und vergaß völlig das Rumpeln und Pumpeln in seinem Bäuchlein. Hallo, Ruh. Bist du bereit für Tiggers Geburtstag? Oh nein, stell dir vor, Puh. Zwei Tigerkostüme für Tiggers Überraschungsfeierfoto sind weggeweht. Ach je, wir brauchen aber alle Kostüme, um das Foto zu machen. Hey, vielleicht hat meine Mama gesehen, wo die Kostüme hingeflogen sind. Ich glaube, sie ist drüben bei Ferkel. Wie gerufen. Das Kostüm ist auf der anderen Seite dieser Schlucht. Da kommt man unmöglich ran. Eule könnte uns sicher helfen. Aber der Weg zu seinem Haus ist voller Dornen. Hier, Puh, nimm den Schlüssel zu meinem Schuppen. Da drin findest du nützliche Werkzeuge. Ich glaube, das hier ist der Schlüssel zu Kängas Schuppen. Ob die
diese große Schere groß genug ist, um damit Dornenzweige durchzuschneiden? Oh! Ich glaube, ich kann Eule mit dieser Glocke rufen. Hallo, Puh! Ich bin ja so froh, dass ich dich gefunden habe, Eule. Könntest du uns helfen, über die Schlucht bei Ferkels Haus zu gelangen? Normalerweise gern, Puh, aber ich habe gerade keine Zeit. Wie wäre es, du fängst mit diesem Netz hier ein paar Schmetterlinge? Sie könnten Ferkel hochheben und ihn über die Schlucht tragen. Ist das nicht eine tolle Idee, wenn ich das so sagen darf? Ein Schmetterlingsnetz eignet sich gut zum Schmetterlinge fangen. Oh!
Hallo, IA. Wie geht's dir heute? Mal so, mal so. Ich versuch, Schmetterlinge zu fangen. Ohne Netz ist das gar nicht so einfach. Danke, dass du mir das Schmetterlingsnetz gebracht hast, Pooh. Oh, gern geschehen, IA. Ich muss auch ein paar Schmetterlinge fangen. Vielleicht können wir sie ja gemeinsam fangen. Klingt gut, aber du musst flink sein. Die Schmetterlinge fliegen heute besonders schnell. Hachi! Danke für deine Hilfe, IA. Bitte schön, Pooh. War mir ein Vergnügen. So, jetzt bring ich Ferkel diese Schmetterlinge. Das halte ich für eine gute Idee. Eule hat mich gebeten, Ferkel diese Schmetterlinge zu geben. Oh, die Schmetterlinge heben mich hoch. Oh je, ein Helferlump. Vielleicht kann ich ihn verscheuchen, wenn ich eine grimmige Grimasse ziehe. Perfekt. Ja, vielen Dank, Ferkel. Oh, gern geschehen, Pooh. Schnapp dir das Kostüm, liebster Pooh. Ich warte vor meinem Haus auf dich.
Ein Tigerkostüm. Oh, das muss ich Kanga bringen. Puh, könntest du mir helfen und die Tigerkostüme für mich finden? Ein Tigerkostüm. Oh, das muss. Oh, wunderbar. Jetzt fehlt nur noch ein Kostüm. Ich glaube, ich habe es gerade in Richtung des Bergs hinter Eules Haus wehen sehen. Herrje, da komme ich ja nie durch. Ob mir Ferkel wohl... Schließlich ist er ja ein eher kleines Tier. Ferkel, ich glaube, ich brauche deine Hilfe. Aber natürlich, Puh, ich helf dir gern. Weißt du, ich muss den Berg hoch, aber der Weg ist viel zu eng für mein dickes Bäuchlein. Ich helf dir, den Weg freizuräumen. Oh.
Siehst du, Puh? Jetzt kannst du den Berg hochklettern. Oh, vielen Dank, Ferkel. Gern geschehen, Puh. Herrje, jetzt bin ich aber müde. Vielleicht mache ich vor Tigers Party noch ein kleines Nickerchen. Noch ein Tigerkostüm. Auch das muss ich Känga bringen. Thank you.
Hm. Oh, wie wundervoll! Du hast alle Kostüme eingesammelt. Jetzt können wir das Foto für Tiggers Überraschungsfeier machen. Oh, hoffentlich gefällt es ihm. Was seid ihr nur für Tigger tolle Freunde? Das ist das besteste Geschenk, das ich je bekommen habe. Und tatsächlich, Pooh erinnerte sich, dass Tiggers Geburtstagsfeier die lustigste aller Zeiten gewesen war.